Den Schattengipfel halten wir jetzt besetzt. Diese Siedlung, die einst in Saferi gehörte, mittlerweile uns. Ihr Reich ist jetzt zerschlagen. Und unsere Hochelfen, die von Tyrion, haben ihre Macht vergrößert. Oben seht ihr übrigens, oberhalb von Schattengipfel, eine Mine im Stein und ein paar Riesenkristalle, die symbolisieren, dass wir hier Edelsteine als neue Ressource dazu bekommen haben, was unseren Handel ordentlich ankurbelt. Ihr seht ja auch nochmal das Edelstein-Symbol, die Juwele, die wir hier bekommen. Wir haben auch Eisen zuletzt dazu bekommen, hier das entsprechende Symbol bei Torfinu, was echt gut ist. Wir haben nur bislang noch nicht so allzu viele Handelspartner, 2 Stück sind es. Ich hoffe, wir werden das noch weiter ausbauen können. Wir haben mittlerweile die ganze Provinz hier, alle 4 Städte besetzt, nachdem die Saferi nur noch Geschichte sind, und können hier Ausbauten vornehmen. 5221 Gold. Kann man doch das ein oder andere bauen. Was haben wir für einen Erlass? Der tritt erst ab der nächsten Runde in Kraft. Hatte ich in der letzten Folge aufgenommen, eingestellt. Das heißt, hier warten wir noch eine Runde ab, bevor wir hier das Gold aus dem Fenster hauen, damit es ein bisschen preiswerter ist. Und unsere Armee wiederum, die lassen wir ebenfalls mal eine Runde hier pausieren, damit wir zu neuen Kräften kommen. Aber ich mache mal etwas, was jetzt ökonomisch gesehen schwachsinnig ist, was ich immer militärisch sinnvoll finde. Wir brauchen eine weitere Kavallerieeinheit. Das hat auch der letzte Kampf mal wieder gezeigt. Wir sind da echt zu dünn besetzt, auch wenn das ein schöner Erfolg war. Wir haben nur eine Kavallerieeinheit, diesen briten Bogenschützentrupp der illyrianischen Grenzreiter bei uns drin. Wir haben allerdings auch nur 20 Slots in der Armee, alle sind voll. Ich nehme mal die schwächste Armee, die wir haben, und füge mal diese beiden hier zusammen. Eine müssen wir wohl dann überall auflösen. Ich packe die mal immer mit der schwächsten, die noch verbleibt, zusammen. Jetzt können wir noch eine Rekrutierung vornehmen und packen noch einmal die illyrianischen Grenzreiter dazu. Ist zwar schade, weil Geldverschwendung, aber ich glaube, das zahlt sich aus auf Dauer. Dann wollen wir nochmal Ausschau halten in der Ereignisliste. Die Schlacht von Schattengipfel. Ressource Edelsteine bekommen, Siedlung besetzt, alles gut. Tyrion, den Rang haben wir bei ihm schon zugewiesen, also den Erfahrungspunkt ausgehauen, rausgehauen, Bevölkerungsüberschuss, viele Gebäude gebaut. In Saferi warten wir noch ein Weilchen, bis wir hier den Ausbau machen. Hier können wir im Augenblick keinen Ausbau vornehmen. Hier könnten wir schon einen Ausbau vornehmen in der Meerenge von Lothan. Ja, das ist schon Quatsch hier mit der Bürgermiliz, ne? Einheitenerfahrung. Wir haben nicht vor, im Augenblick hier Rekruten uns zu holen. Bevor wir hier das Geld raushauen, sollen wir nochmal in den anderen Erlass investieren. Also eine Runde abwarten. Bevölkerungsüberschuss, nächste Runde ist auch wieder da. Machen wir. Dann haben wir auch mehr Wachstum. Und ansonsten haben wir noch hier unseren Bed-Ethanel. Der hat jede Menge von den Seegardisten von Lothern. Ich bin hin und her gerissen. Ob wir den hier unten lassen, um uns hier abzusichern, aber die sind ja im Krieg. Also am klügsten ist wohl, wir lassen ihn... Wir machen mal Folgendes. Wir schicken ihn hier hin, damit er das Wrack hier untersucht, das Schiffswrack. Und mit unseren eigenen Truppen marschieren wir den inneren Ring entlang. Das hier haben wir besetzt. Hier haben wir gestartet, hier haben wir den inneren Ring besetzt. Das ist das Hochgebirge, was die beiden, den inneren und den äußeren Küstenstreifen trennt. Das würde ich mir gerne schnappen. Hier die Fraktion, die hier in der Mitte liegt, also Illyrien, mit denen haben wir gute Verhältnisse. Vielleicht kriegen wir es hin, mit denen, bevor unsere Truppen da einmarschieren, noch eine Konföderation abzuschließen. Und sollte das klappen, dann hätten wir den gesamten Innenring besetzt. Und das ist gut, weil der nur an wenigen Stellen erstürmbar ist.
Von außen, weil dieser Hochgebirgsring, der schützt uns ganz gut. Hier im Südosten haben wir die Yvres, ein anderes Hochelfenvolk, die uns nicht angreifen werden, mit denen verstehen wir uns echt gut. Was wir machen sollten, ist allerdings, dass wir sollten die Illyrien hier weiter bezirzen, die hier liegen. Wir haben jede Menge Einflusspunkte. Und investieren mal 6 in ein noch besseres Verhältnis. Verklickt. Das neue Maß, wo wir uns annähern, ist 107. Vorher war es, glaube ich, knapp über 80. Da kann man mitarbeiten. Alles klar? Ich denke schon. Eine Runde weiter. Wird gemacht. Siedlungsverbesserung überschlagen wir. Bevölkerungsüberschuss in unserer Heimatprovinz. Und sie melden sich und hätten gerne ein Schutzbündnis. Das nehmen wir gerne an. Wer die angreift, greift auch uns an. Das wird ihnen gefallen. Unsere Verbündeten im Osten, die Yvres, marschieren Richtung Norden. Na, die wollen wahrscheinlich hier diese Provinz komplett abschließen. Haben 3 von 4 Siedlungen, haben die dort, glaube ich. Das hier sind, glaube ich, Nordmänner, die diese Siedlung hier aufgebaut haben oder besetzt halten. Ockeren Christiansen kommt da drüber gesegelt. Neue Quest. Wir sollen mindestens 30 Einheiten unterhalten. 27 haben wir. Wir bekommen dann 20 Quicksteinsplitter, später nochmal 20 Einfluss und ein Batzen Gold für die Schatzkammer. Das machen wir doch gerne. Und jetzt können wir hier unten auch... Was ist hier los? Achso, Verschleiß. Und nicht zu knapp. Weil wir hier mitten in ein Unwetter gefahren sind. Ja, woher soll man das denn wissen? Na, das war heftig hier. Das ist aber heftig, Mann. Ja, das... Wer weiß, ob wir da noch rechtzeitig ankommen. Dann gehe ich lieber hier in den Hafen rein. Sind wir drin? Ja, und hier heilen wir jetzt aus. Das war auch nur die Vorhersage, was uns passieren könnte, wenn wir doch draußen bleiben würden. Und hier im Norden? Wie geht es unserem König? Bestens. Jetzt ziehen wir mit ihm zur Grenze und greifen die Herrschaften hier an. Machen wir. Die im Osten mögen uns und lieben uns immer mehr, steigt aber nicht weiter an, bleibt bei 132, finde ich jetzt nicht unbedingt so unglaublich schlimm. Wollen ja erstmal eine, ich weiß gar nicht, ob ich kurzfristig mit denen eine Konföderation will. Anfangs hatte ich das hier als Ziel rausgehauen, aber dieser Außenbereich ist echt schwieriger zu verteidigen. Vermutlich hat Ingmia, der Anführer, eine große Armee, was uns sehr schlagkräftig macht. Zwar was unsere Macht vergrößert, gleichzeitig haben wir dann viel mehr Ortschaften, die wir verteidigen müssen und wissen gar nicht, wie wertvoll die sind. Machen wir das lieber systematisch. Wollen wir unsere Kräfte nicht überschätzen. Gehen wir lieber, wichtiger ist Illyrien, weil diese ganzen Siedlungen im Inneren, die lassen sich viel leichter verteidigen. Da muss man eine weniger teure, große und dadurch auch weniger teure Armee unterhalten. Das ist für den Aufbau des Reiches eigentlich besser. So eine gute Defensivposition, die man mit wenig Truppen verteidigen kann. Illyrien. Defender of the Phoenix Throne. Jetzt holen wir uns mal Avalon. Das ist das Reich im Norden. Neutral und verschlechtert sich. Und wollen wir den mal... Können wir den hierüber den Krieg erklären? Ja. Beistand? Nein, die sollen sich um ihre eigenen Probleme kümmern. Das kriegen wir schon alleine hin.
Arduval, der Herrscher der Avalon, warnt uns, das sei eine voreilige Entscheidung. Da bin ich mir nicht so sicher. Wir ziehen ihnen entgegen. Das sind die drei Siedlungen, die er hat. Diese auf der Insel ist die Hauptsiedlung und zwei innen dran. Was für ein Unwetter. Und dann können wir auch bauen. Wir fangen hier unten an, das ist unsere wichtigste Provinz. Der Erlass gilt ja mittlerweile. Und schauen wir an, Bevölkerungsüberschuss beträgt 2. In 6 Runden kommt der nächste. Lothan können wir ausbauen. 4 brauchen wir, 2 haben wir. Dauert noch eine Weile. Fangen wir mal klein an. Wollen wir erstmal die Gebäude raushauen, die hier uns noch mehr Wirtschaft bringen. Sicher nicht die Elfengärten. Das wird schon upgegradet. Ich hätte vor allem gerne die Gebäude, die einmalig sind und die uns mehr Ressourcen bringen. Hier Salzwüsten zum Beispiel. Ressourcenproduktion Salz. Ist preiswert, 720 Gold. Und bringt uns einiges. Und im gleißenden Turm. Da können wir auch ein schönes einmaliges Gebäude uns holen. Was den Handel boostet. In allen. Dafür könnten wir den Turm bauen. Da könnten wir später den Leuchtturm des gleißenden Turmes bauen. Handelseinkommen plus 5%. Fraktionsweit. Und in allen Regionen die Einkommen aus Häfen ersetzt. Das wäre schon cool. Und wenn wir den hier ausbauen, dann könnten wir hier die Salzproduktion entsprechend hochtreiben. Und eine Technologie freischalten. Die eingemachten Meeresfrüchte. Was ist denn das? Das interessiert mich ja schon. Hier. Aber dafür müssen wir wahrscheinlich erst das hier freischalten. Sonst ist all das hier nicht möglich. Dafür müssen wir eine Botschaft der Elfen bauen. Und das bringt uns dann später... Oh, plus 10 Wachstum überall. Einkommen aus Häfen, plus 10%. Echt cool. Dann investieren wir doch mal. Was wäre in Lothan möglich? Hier, was ist das für ein Gebäude? Einkommen auch erhöht. Können wir auch machen. Ist auch... 1350 können wir uns auch leisten. Und hier... Ja, wo wollen wir hier den Bevölkerungspunkt investieren? Ich investiere ihn mal hier. Jetzt haben wir nur noch 1300 Gold. Hier können wir gar nichts bauen. Die sind zu teuer. Und hier können wir in der Nebensiedlung das Wachstum erhöhen. Oder einen neuen Bauplatz nutzen. Da könnten wir den elfischen Zimmermann reinsetzen. Der uns entsprechend auch mehr Einkommen bringt. Das macht schon Sinn. Dann haben wir hier weniger Geld, aber das ist nicht so furchtbar schlimm. Ach so, na. Ich setze mal erst auf die Wachstumsgeschichte, oder? Wir haben eher ein Goldproblem im Augenblick. Ich setze mal eher hier drauf. Alles klar. Alle gezogen? Ja. Haben wir uns um alles gekümmert? Diplomatie hier im Westen. Können wir auch nochmal eine Runde abwarten. Nochmal Bevölkerungsüberschuss. Ah, wir werden nicht angegriffen. Die ziehen vor. Und verstärken ihre Stadt.
Schauen wir den Abenteuern unserer Verbündeten im Osten zu, der Uvres. Eiertanz, ein Event. Bei einer großen Feier zur Ehre Vauls des Schmieds wird der Tanzboden geräumt, damit der Phönixkönig und die Immerkönigin gemeinsam tanzen können. Das noble Geschwätz und das höfische Getuschel der Gäste mag schier kein Ende nehmen. Doch am Ende fragen sich viele, wem der Phönixkönig wohl die Ehre des zweiten Tanzes gewähren wird. Alle Augen blicken wachsam umher, auch die der Immerkönigin. Mit wem tanzen wir? Mit der Matriarchin von Krasse? Weniger Einfluss? Wir bekommen einen krassianischen Kundschafter. Wahrscheinlich für unseren Phönixkönig. Wir können fremde Armeen eher entdecken und eher Hinterhalte abwehren. Oder wir hauen das an Einfluss raus und bekommen einen illyrianischen Pferdeherrn. Damit ist in der Armee die Geschwindigkeit erhöht für illyrianische Grenzreiter. Die haben wir, Silberhelme und so weiter, aber 5% hält sich in Grenzen. Das könnte potenziell interessanter sein hier. Oder wir gewinnen jede Menge Einfluss, dann bestehen wir darauf, dass die... ein gemeinsamer Tanz. Die sollen gemeinsam tanzen, die beiden Matriarchinnen. Handelsabkommen, minus 50% durch Zölle aus Handelsabkommen. Wir bestehen, um Gottes Willen. Wir tanzen gar nicht mit. Wenn der Phönixkönig erst gar nicht tanzt, wird auch niemand gekränkt. Eine mutige, wenn auch unkonventionelle Taktik, Klammer auf, und ganz schön feige, Klammer zu. Bevölkerung 5 Runden lang, zufriedener, Einfluss sinkt. Nee, ich hätte gern den Kundschafter hier. Da spendiere ich auch die, da haue ich auch die 7, 6 Einflusspunkte raus. Das ist zu krass hier. Obwohl, das wäre nur für 5 Runden, dass das handelt, dass wir das Gold da verlieren. Wir würden 18 Einfluss bekommen, könnten die wiederum versuchen zu investieren, um Illyrien vielleicht eher zu bekommen. Ne? Puh, schwierige Frage. Wollt er Kundschafter? Chance auf Abwehr eines Hinterhalts 30%, das ist heftig. Das ist verdammt viel. Die Differenz beträgt quasi 24 Einflusspunkte. Also wir haben im Augenblick ja nur 2 Handelsabkommen. Mehr nicht. Das haut uns jetzt nicht so finanziell, das ist nicht so schlimm. Und die 18 Einflusspunkte, die müssen uns erstmal auf anderem irgendwie zusammenbekommen halt, ne? Unsere Edler Jornada hat einen weiteren Rang. Erfolgschance der Heldenaktionen steigen und steigen. Und hier unten ein weiterer Bevölkerungspunkt, mit dem wir erstmal nichts anfangen können. Hier können wir aber bauen. Und das nicht zu knapp. Wir haben ja mittlerweile den Erlass geltend und können hier ordentliche Ausbauten betreiben. Hier könnten wir den Edelsteinbergbau verbessern später dann. Hier können wir kurzfristig noch gar nicht so viel machen. Ich halte immer nach den Sonderketten Ausschau. Eisenproduktion, Rekrutierungskosten sinken mal nur für Einheiten, die wir bislang noch gar nicht haben. Ist eigentlich egal, können wir alles machen. Oder wir warten mit dem Bevölkerungsüberschuss für den Weißen Turm von Hoeth. Da brauchen wir noch einen, den hätten wir in 4 Runden. Ja. Ich mache das tatsächlich mal, dass ich mir erstmal die Basisgebäude hole. Schattengipfel. Und Order must be maintained.
Können wir jetzt die Piazza ausbauen? Oder hier für mehr Wachstum sorgen? In der nächsten Runde die Piazza ausbauen. Zwei Kommandanten, den wir ziehen können, den da oben. Und natürlich den, den wir hier... Ah, der Sturm ist weg. Das ist schön. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, wir gehen hier hin und schauen uns das Schiffswrack an. Die andere Möglichkeit ist, wir schauen mal, ob wir hier anlanden können und mit ihm zusammenkämpfen können. Das hätte nicht nur den Vorteil, dass wir die Schlachten eher gewinnen, sondern es hätte auch den Vorteil, dass wir Erfahrungspunkte bekommen würden für Bel Etanel. Okay, die bekommt er auch beim Erkunden. Und hier ist die Frage, wo ziehen wir mit ihm hin? Oh, das sieht interessant aus. Die Stadt hat eine kleine Garnison. Der hier, der käme als Verstärkungstruppe. Oh Gott, das war eine dicke Armee, aber die könnten wir trotzdem in offener Feldschlacht eventuell stellen. Damit sollten wir den Widerstand eigentlich brechen. Oder wir schnappen uns ihn her. Der ist aber auf dem Landweg nicht schnell unterwegs. Der ist bis hier und dann hier hoch. Das dauert ein Weilchen. Kann er irgendwo anlanden? Ich denke nicht, ne? Nee. Der kann hier auf dem Seeweg nicht landen. Hier kann er... Der kommt ja nicht hoch. Alle Stahlküste. Wir bräuchten eine Hafenstadt. Auch das klappt nicht. Ja, was tun? Warten wir? Holen wir uns erst die Verstärkung? Greifen wir direkt an? Was meint ihr? Nehmen wir das Herz des Handels in die Hände? Packen wir unseren Mut? Zeigen wir, dass Tyrion jemand ist, der tollkühn ist? Oder machen wir einen auch vernünftig? Eure Meinung? Erwarte ich in euren Kommentaren. Bis bald, euer WB.